Ey, hast du gehört? Yakuza kommt zu Section 8. Gefällt mir gar nicht, Bro. Ich hab so gar keinen Bock auf die. Bruder, das sind alles Lutscher. Wenn einer von denen muckt, dann fick ich die. Hey, hör uns doch hin. Die Yakuza, Mann. Du fickst erst jemanden, wenn ich dir sage, hast du verstanden? Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Warum lachst du? Ist okay, ist okay. Und du achtest auf mich. Und nimm deine Hände aus der Tasche. Bist du verrückt? Wen willst du ficken? Wer hat dir gesagt, dass du überhaupt jemanden ficken sollst? Das war nur Spaß, Bro. Du kleiner Laufbursche, willst du irgendjemanden ficken? Hat man dir irgendwas gesagt? Du sollst irgendjemanden ficken, ne? Nein. Dann lass es. Du kriegst Anordnung von mir. Dann darfst du dich erst bewegen. Hast du verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Und guck mich an. Schau, ich mag dir auch nicht, aber wir zeigen Respekt. Hast du von klein auf gelernt, oder nicht? Ja. Pünktlich. Wer ist das? Guten Tag, freut mich, dass ihr hier seid. Man, gib mich die linke Hand. Du Respektloser. Oh, was geht, Digga? Ich schon wieder, ne, Digga? Kaputte Jungs, Digga. Was geht, komm, lass gehen. Mach mal Platz, ja? Ist das alles? Ich schätze schon. Ja, ist alles. Okay, gib mir das hier. Willkommen. Danke. Die beiden werden dich hier rumführen und zeigen dir alles. Du bist safe hier. Dankeschön nochmal. Ist das dein Ernst, Jeffrey? Immer. Okay. Komm mit. Komm mit. Oh, Big Man! Hab ich gesehen, noch voll! Long time no see, Jungs, long time no see! Alles gut, dass ich Big Digga. Freuen mich euch zu sehen, Jungs. Na, Digga? Ready für die Lieferung? Natürlich, ready für die Lieferung. Jungs, wie geht's? Wie dir geht's? Guck mal, wieder auftauchst, Mann, was ist los? Was ist los? Ey, Digga, was ist mit dir? Karneval? Falsche Farbe! Was ist los, Mann? Black, Nigga, Black! Zieh die Jacke aus! Ist das nur blau? Zieh die Jacke aus! Zieh das aus, Mann! Was ist los? Schneller! Geschehen! Fahren wir auch mit Rot und Orange auf? Nein, wir sind schwarz! Wir haben Schwarz, Mann! Was ist los? Aber Nigga, du kannst doch nicht einfach die Gun pullen, was ist mit dir? Ich hab Aggressionsprobleme. Sorry, Jungs. Das ist nur blau! Ist noch blau! Ja! Ey, pass auf! Zieh einfach deine Jacke aus, fertig! Herzlich willkommen in der Section 8. Wie gefällt es euch hier? Seid ihr gelangt gekommen? Ja. Das ist die Section 8. So, das ist unser Pastor. God bless you all. God bless you too. Alles gut bei dir? Na klar. Sieht man sich heute in der Kirche? Heute, morgen, übermorgen. Ich hoffe, es gibt Jollof, ne? Halleluja! Einmal Platz machen, Platz machen! Let's go. Hey, komm rüber. Hey! Was soll das, Nigga? Nächstes Mal schneller, ja? Sonst gibt's die hier. Oh, sehr.
Aktion, das kannst du dir nicht geben. Ich dachte, ihr kennt die Regeln. Oder ich wusste es nicht. Nächstes Mal, wenn Frauen kommen, direkt Kopf runter. So läuft das jetzt. Was bekommst du denn rechts von mir? Persönlich von mir, Mann. Eigentlich mag ich das. Ganz schlimm messen können, ja? Ja, komm, let's go. Heute also, thailändisch essen, auf deinen Nacken. Das sind die Regeln bei uns. Alle Jungs bei der Lieferung. Wieso fragst du, hä? Was machst du doch? Also, wenn das habt ihr für die Lieferung. Section 8 ist schon da. Mein Weg kann's losgehen. Und hier ist er. Entspann dich! Du bist von Area 6? Nein. Ah? Ich komme aus einem Kongo. Ich bin wegen meinem Medizinstudium hierher gezogen. Herr Smoke, gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Sie sind vorläufig festgenommen. Was ist ein Haftbefehl? Yo, Jeffrey. Hey, Bruder. Hier ist Überpolizei. Die sind gefickt. Ich leg jetzt auf. Mann, die sind genau da vorne, Alter! Bei uns? Das Spiel ist aus. Endlich. Hast du was Neues? Hab ich. Stimmt. Ich hab gesehen, wie Akim mit einem Ziel gesprochen hat. Wenn du da, wo ich sie sehen kann. Hey du, hau ab. Halt auf die Wand! Handrücken, Handrücken, Hände nach hinten! Dein Ernst, Alter? Ganz gut, ganz gut. Nun scheint es endlich passiert zu sein. Der Kopf der kriminellen Gang Section 8, Junior Wusu Sikyere, Schwarzafrikaner, wurde verhaftet. Er und 10 seiner kriminellen Mitglieder wurden gestern Abend bei einem geheimen Treffen festgenommen und es wurden 100 Kilo Rauschgift konfisziert. Außerdem wird ihm noch Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen. Es liegen uns bis dato jedoch keine Beweise dafür vor.
Auch der meistgesuchteste Mann des Landes, Big Smoke, mit bürgerlichem Namen Malcolm Keita und ebenfalls Schwarzafrikaner, wurde am selben Tag wegen Verdacht des Mordes an Michael Mendes, auch genannt Puto, Mohammed Aslan, Kevin Tran, Lisa Vollmer, Jamila Boateng, Lukas Wenzler und Kevin Oetje verhaftet. Wir denken an die Opfer und richten unser Beileid an die Familien. Dank großartiger Polizeiarbeit ist unser Land nun um einiges sicherer und hoffentlich bald frei von Kriminalität. Du musst mich die Handschellen abnehmen. Dem Hund doch nicht. Kommen wir nun zum ernsten Teil. Bist du gar nicht wütend? Der hat dein Homie umgebracht. Wieso hast du dich nicht gerecht? Ich glaube an Gott. Der denkt, er ist Priester geworden. Er ist wegen Mordesverdacht hier. Gegen 7 Personen. Hast wohl einen großen Maul, ne? Gegen Michael Mendes, auch genannt Puto wahrscheinlich für dich. Hast du Mord Aslan umgebracht, Kai Tan, Lisa Vollmer, Jamila Boateng. Konntest auch die Finger nicht von Lukas Wenzler lassen. Und Kevin Ott. Und genau aus dem Grund nimmt man Affen nicht die Handschellen weg. Übrigens. Wo ist Chloe? Wo steckt sie? Bin ich Gott. Bist du was? Bin ich Gott. Wo ist die Leiche von Chloe? Verbrannt. Denkst du, wärst du ganz cool, hm? Ich sorg dafür, dass du hier verreckst, Kollege. Du mächtiger Kingpin. Kennst du Familie eigentlich? Hm? Section 8 ist ohne ihren Kopf gar nichts. Kauf diesen Wichser hier aus, der redet nicht. Komm, stimm auf dich. Es reicht. Du kleiner Bastard, Digga. Kopf. Ihr habt den Kopf. Doch er wächst immer wieder neu. Game this way.